Guten Abend, Murray. Was haben Sie da? Einen Brief für Ihre Freundin. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gardens Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, um... Murray! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen. Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Kleine Pissnelke. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke, Sie haben schon genug getan. Willkommen zurück bei der nächsten Folge Black Mirror. Ich musste etwas unglücklich schneiden. Das war's mit meiner Nachtruhe. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich weiter, ich spüre es. Ja, ich musste etwas unglücklich schneiden, sind noch ein paar Sekunden flöten gegangen. Aber naja, wir müssen... Oh, ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich habe meinen Zimmerschlüssel und ich habe Angelinas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in diesem Hotel noch mehr Zimmerschlüssel brauche. Nein, aber du könntest mit Murray reden. Ja gut, das würde ich auch nicht wollen, aber gut. Das war's. Schöne Träume. Das war mit kann Sicherheit... ich Ihnen helfen? Das waren mit Sicherheit mehr wie 3 Tropfen. Nein, danke. Ich bin müde und werde jetzt ins Bett gehen. Sehr wohl. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Vater hüt die Schaf, die Mutter schüttelt's Bäumelein. Ausgezeichnet. Er schläft tief und fest. Sehr schön, so kann's auch bleiben. Die wird er immer noch nicht nehmen mit, richtig? Bevor ich diesen Platz... Ja. Gucken wir uns die Schleswig Mary an. Schläft. Jetzt komme ich an die Fächer heran. Aber ohne Schlüssel oder Einbruchswerkzeug oder etwas in der Art bekomme ich das Fach mit Angelinas Brief nicht auf. Und Marys Taschen will ich lieber nicht nach dem Schlüssel durchsuchen. Das würde er merken und mich glatt der Polizei übergeben. Na gut, wenn der pennt, können wir auch erstmal in die Stadt. Ich meine, die Bibliothek ist ja immer noch ein Thema, ne? Wobei Einbruchswerkzeug könnte man eigentlich Tom mal fragen, ne? Der wird sich das vergolden lassen, ich sehe es kommen. Wir müssen erst einen Gefallen für ihn erledigen und bis wir dann... Ja, nee. Ist klar. Guten Abend. Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist denn? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Mal angenommen, ich müsste einen... Ich? Bobby meinte etwas... Ruf einen Schlüssel... Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen. Auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Klar, versteht sich von selbst.
Wir werden sowas von hackedicht sein. Was ist? Warum trinken Sie nicht? Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Tom, du wolltest doch heute nichts trinken. Halt die Fresse, Spacko! Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Und ich bin kein Schwachkopf wie der da drüben. Okay, füllen wir ihn ab. Und uns gleich mit. Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bitte nicht. Armer Bobby. Sorry, Bobby. Nun sagen Sie schon, Tom. Nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube, Sie wollen die $50, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby. Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. $70? Ich will $200. So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Ihr seid doch alles Versager. Nutzt mich nur aus. Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los. Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für Sie sein würde. Er liegt irgendwie ein bisschen schepp auf dem Tisch. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den dann gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Klar. Alle haben Sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben Sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Du bist ein Jammerlappen. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Ja, Bobby ist der Anständige von den beiden. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Ja, teilweise bist du das auch, aber im Augenblick haben wir nicht viele Möglichkeiten. Naja, ich hoffe, Bobby überlebt's. Arme Kerl, er tut mir einfach leid. Minigame. Ja, Minigame. Oh, scheiße, Minigame. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen. Okay. Hier müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Ah,
Da müssen wir noch ein ganzes Stückchen runter. Ah. Okay. Ich habe noch nicht alle gesehen. Da müssen wir noch runter am Anfang. Da, 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 da. Im nächsten Leben werde ich Einbrecher. Das Schloss ist offen. Nennt mich Panzerknacker. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Die Brüder Grimm. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Okay, die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. Das können eigentlich nur die Gebrüder Grimm sein. KHM. Kindermärchen? Sieh, ihr darf einfach nichts passiert sein. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei geschichtenerzählende Brüder? Aber, Moment, ist es dann... Ja, genau, das ist ja... Stimmt, das ist ja James' Zimmer. Und James hat seinen Geheimgang unter dem Bett gehabt. Hm. Das Bett sieht altmodisch, aber nicht unbequem aus. Die Vorstellung, sich ein paar Stunden hinzulegen, ist verlockend. Ich bin seit über 24 Stunden auf den Beinen. Aber bis ich Angelina gefunden habe, werde ich mir keine Pause gönnen. Das könnte fatal werden. Übermüdung ist ein Scheißding. Das Bett steht etwas schief, als wäre es verschoben worden. Vielleicht wurde etwas darunter versteckt. Schlaues Kerlchen. Na sowas. Unter dem Bett wurde der Teppich aufgerissen. Und das scheint eine Art Metallabdeckung zu sein. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Ja, dann, wie wär's? Dass man ihn immer dreimal bitten muss. Okay. Da ist das Ding. Eine Art runder Metalldeckel. Er war unter dem Teppich verborgen. Das ist der Deckel, den Angelina in ihrem Brief erwähnt hat. Irgendwie hat sie es geschafft, den Deckel zu öffnen. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Ja, dann lass mich doch mal genauer hingucken. Das ist die Kombination. Okay. Bücher sind das Spezialgebiet von unserer lieben Miss Valley. Entschuldigung. Also, wenn wir die mal fragen gehen, die... Ja, nee. Das war wahrscheinlich irgendwie die falsche Fährte. So. Versuchen wir es anders. Brief, Abdeckung. Nein? Ach, nein, Quatsch. Da waren ja Märchen im Regal.
Ich bin ein Honk. In den Spielen ist die Lösung der Rätsel oftmals nicht weit vom Ort entfernt, also vom Ort des Geschehens. Wie war das noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Das muss es sein. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Aha. Ja, jetzt habe ich es mir aber nicht aufgeschrieben. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Du reißt eine Seite aus dem Buch, ernsthaft? Buchschänder! Schadensbuch. Aber in den nächsten 100 Jahren. Ja, du hättest das Buch auch einfach mitnehmen können und wieder zurückstellen können, du Honk. Angelina hat den... Und wenn nichts, mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Angelina, und wenn nicht, mal sehen. Ja. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. 62. Mein Name ist Angelina 17, Morgan. 1, und ich versuche Informationen 20. über das Schloss Black Mirror. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Okay. 62. Die Bienenkönigin. 17. Die weiße Schlange. 1 ist der Frosch. Das sind alles Tiere. Und 25 ist der Rabe. So. Halt, nein. Falsches Zimmer. Angelinas Zimmer. Genau. Biene, Schlange, Frosch, Rabe. Gut. Dann wollen wir mal. Aber ja doch. So. 29. Im Moment Frosch. Was haben wir hier? Der Frosch war die 1. So, dann haben wir hier die 62. Das ist die Biene. Ist das andere die Schlange? Ja, das müsste die Biene sein. 25 ist der Rabe. Und dann haben wir was die Schlange. Was ist das? Ich habe ein leises Klicken gehört. Aber da unten wird es stockfinster sein. Unter dem Sanatorium. So. Aber ihr Lieben, was darunter ist, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Es tut mir leid, dass ich hier diesen Cut machen muss, aber ich muss auch dringend den Bedürfnissen nachgehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.